Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch unsere Wohnung. Das heißt, es gibt endlich mal eine Haustour. Einige wissen es ja, dass wir hier komplett aus nichts selbst gebaut haben. Also es war hier alles komplett ein alter Heuboden von einem Bauernhof sozusagen. Ich verlinke euch mal hier oben das Video, wo wir hier gestartet haben und auch so ein paar Bauvlogs, wie wir hier eben renoviert haben und das Ganze überhaupt gebaut haben. Das heißt, für alle, die das nicht verfolgt haben und es nicht wissen, all das, was ich euch jetzt zeige, haben wir komplett von Grund auf selbst aufgebaut. Und zwar wir selber 100% Eigenleistung. Es war kein einziger Handwerker hier im Haus, sondern wir haben alles zusammen mit meinem Vater komplett selbst gemacht. Und ja, ich freue mich riesig, euch jetzt endlich mal unsere Wohnung zu zeigen. Es gab ja wirklich super viele, die mitgefiebert haben und uns alles Gute gewünscht haben, als wir damals angefangen haben, hier zu bauen. Wir waren damals 18 Jahre jung, oder ja, genau, 18 Jahre, als wir hier angefangen haben. Und jetzt, 3 Jahre später, sind wir immer noch nicht komplett fertig. Aber wir haben einen Baustopp, dass wir sagen, okay, wir machen nicht mehr weiter, sondern wir fühlen uns hier so wohl, wie es gerade ist. Und genau, haben jetzt nicht vor, den Rest, der nicht ausgebaut ist, weiterzumachen. Aber ich werde euch gleich erzählen, was noch nicht fertig ist, damit ihr wisst, was hier halt eben noch fehlt. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an und viel Spaß. Wir stehen jetzt hier eigentlich auch schon an unserem Eingangsbereich. Das ist, glaube ich, das Erste, wo viele denken, hö, da stößt man sich ja immer den Kopf. Ja, genau. Also das ist eigentlich so unser Notausgang gewesen, weil dort geht es auch runter zu meinen Eltern. Meine Eltern wohnen schräg unter uns. Genau, und das war eigentlich so immer der Notausgang, so der Baustelleneingang und der Notausgang zu meinen Eltern, halt, wenn man mal ganz schnell runter möchte. Das ist jetzt leider unser Haupteingang geblieben. Das heißt, wir haben halt hier unter der Treppe so eine Tür und da ist eben sozusagen unser Eingang. Ich drehe euch mal um und zeige euch das mal ganz genau. Genau, also hier seht ihr, das ist der Eingang, wo es halt eben reingeht. Man gewöhnt sich hier an die Kopfstoßstelle, sage ich jetzt mal, an die Treppe. Man zieht einfach immer automatisch schon den Kopf ein, ist völlig in Ordnung. Ja, ist jetzt nicht das Schönste, aber es ging leider bis jetzt nicht anders. Wo der eigentliche Eingang hin sollte, zeige ich euch gleich aber noch. Aber nur damit ihr wisst, hier geht es auf jeden Fall rein. Und dann sind wir hier auch schon im Flur. Ich zeige euch mal so den Blick von der Tür. Also wenn man reinkommt, hat man so diesen Blick. Und hier rechts haben wir so ein Schuhregal. Und da steht jetzt auch noch ein Karton, ein Paket, was vorhin angekommen ist. Und ich war vorhin shoppen mit den Mädels. Da steht auch noch die Tüte. Genau. Und sonst hier eben die Schuhe und unsere Jacken. Und hier unsere Tafel für die Termine, so ein Familienplaner. Genau. Und hier, wie gesagt, der Eingang. Und hier ist dann auch schon die Treppe nach oben. Die haben wir ja auch komplett selbst gemalt, also angemalt und restauriert. Die ist nämlich schon sehr, sehr alt. Und die haben wir von einem alten Haus übernommen, geschenkt bekommen und jetzt ja, überarbeitet. Könnt ihr auch in einem der Bauvlogs sehen. Darunter steht jetzt einmal unsere Kinderwagentasche und unser Gymnastikball, den wir manchmal brauchen für die June, wenn sie sehr, sehr quengelig ist. Dann setzen wir uns da mal mit ihr rauf. Das hilft schon mal ganz gut. Genau, also hier seht ihr einmal den Flur sozusagen. Jetzt habe ich hier auf dieser Seite haben wir einmal so ein Regal stehen. Dann Junes Babyschale. Das steht eigentlich immer direkt da in der Ecke. Aber hier steht noch der Stubenwagen. Der kommt weg. Der ist verkauft und deswegen steht er da jetzt gerade. Der muss ich noch einpacken. Hier haben wir so einen Schuhschrank. Haben wir jetzt auch gerade ganz neu. Der steht hier noch nicht so lange. Da sind halt ein paar Schuhe drin und sowas. Eine Pflanze. Und hier Lias Kindergartenrucksack, der hängt da oben immer dran. Genau, da noch 2 Bilder, Fenster. Und das war es eigentlich auch schon. Also, das ist hier so unser Eingangsbereich. Hier liegt noch ein Teppich. Genau, also unser Eingangsbereich mit Zugang nach oben. Und dann haben wir hier noch die Küche direkt, wenn wir geradeaus zugehen. Können wir jetzt auch einfach mal direkt reingehen. Die Küche ist sehr, sehr dunkel. Das finde ich super schade. Deswegen wollen wir die wahrscheinlich auch nochmal umstreichen. Ich mache jetzt einfach mal das Licht an.
zack, das Grün, das dunkle Grün war immer mein Traum zu dieser Küche, aber es nimmt einfach unglaublich viel Licht, habe ich das Gefühl. Und deswegen möchten wir sehr, sehr gerne weiß streichen hier. Ja, das ist unsere Küche. Nichts Besonderes, halt einfach eine Küche. Die Küche an sich ist von Nolte. Die haben wir uns damals zusammengestellt, damit sie hier auch perfekt reinpasst mit dem Fenster und sowas. Und es war immer mein Traum, eine Spüle direkt am Fenster. Würde ich auch nicht nochmal so machen, aber das lernt man halt erst alles später. Genau, wir haben uns hier für so ein Anthrazit entschieden und Holz. Das ist immer so eine schöne Kombi, die wir damals sehr, sehr gerne mochten. Jetzt würde ich mir auch eine andere Küche kaufen, aber die Geschmäcker verändern sich halt einfach ganz, ganz schnell. Aber genau, das ist also die Küche. So, einmal aus der Küche wieder raus. Hier steht übrigens auch noch das Zeug vom Hühler gerade. Ich habe hier gerade noch gesaugt und der Rucksack von heute, als wir unterwegs waren. Ja, hier, wisst ihr, ist der Eingang. Und dann kommt hier das Wohnzimmer. Also wir haben ja alles sehr, sehr offen gestaltet. Das wissen ja auch einige. Also wir haben hier wirklich einen riesengroßen Wohnbereich und Essbereich. Das sind 60 oder 70 Quadratmeter. Also echt mega riesig und ich liebe das. Genau, also hier haben wir unser Wohnzimmer sozusagen. Einmal so ein Sofa. Da haben wir so eine riesengroße Bilderwand mit so ein paar Bildern. Eine richtig schöne, gemütliche Gammelcouch. Da werde ich immer super oft gefragt, von wo die ist. Also die Marke, die heißt Self. Und das Modell heißt Alina. Gekauft haben wir sie damals bei Dodenhof. Genau. Aber ja, eine richtig schöne Gammelcouch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier steht noch der Hühler, der hat hier eben gerade eine Luftreinigung gemacht. Hier haben wir noch den Hocker, passend zum Sofa dazu. Genau, und Fenster, Terrassentür und hier haben wir eine June, die gerade wach wird und unsere Fernsehwand. Genau, das Board hier ist von Ikea mit diesen beiden Regalen, Fernseher, das ist halt einfach ein Fernseher, ein paar Bilder und sowas. Genau, Teppich auch von Ikea, da steht noch das Lenkrad von Felix, der spielt hier manchmal mit seiner Xbox. Ja, hier hängt die Federwiege, da wird die June-Maus gerade wach. Da können wir mal Hallo sagen gehen. Hallo Schatz. Hallo. Also, genau, Wohnzimmer und dann geht's hier weiter. Haben wir hier hinten noch so einen riesengroßen Raum. Und eigentlich war das so, ja, zweites Wohnzimmer damals gedacht. Es ist einfach eine riesengroße Kinderlandschaft geworden. Wir haben hier zum Beispiel das Laufgitter von der June stehen, das neue mit der Krabbeldecke. Die liegt meistens immer auf dem Boden. Jetzt habe ich die hier mal rübergehängt, weil ich gerade erst gewischt habe. Genau, also ihr Laufgitter, ein Bild. Hier ist noch ein Eingang, erzähle ich euch gleich noch mehr zu. Und hier kommt dann Lias ganzes Spielzeug sozusagen. Also echt so ein kleiner Indoor-Spielplatz, hier eine Schaukel. Ganz viele Spielsachen, Küche, Klettergerüst, Eiswagen, Laufrad. Also hier ist einfach Lias Paradies. Genau, da habe ich noch meinen Stoffschrank. Da sind die ganzen zugeschnittenen Stoffe drin. Ja, einfach so ein kleines Spielparadies. Hier haben wir noch so einen kleinen Hängesessel. Die euch nochmal so zeigen. Genau, also einfach so eine richtig schöne Kinderwiese hier. Hier ist ein nicht ausgebauter Raum. Kann ich euch ja mal zeigen. Ich glaube, ihr seht gar nicht so viel, aber da ist nichts los, weil der einfach noch nicht ausgebaut ist. Also hier sind nur die Innenwände gedämmt, weil sonst würde es halt im Winter die ganze Kälte reinkommen, weil hier die Außenwände sind noch nicht gedämmt. Also es sind nur die Innenwände gedämmt und sonst ist hier nichts. Hier steht nun eine ganz große Säge von Felix. Da arbeitet er nämlich drin. Das ist immer seine kleine Werkstatt jetzt. Genau. Das sollte ursprünglich immer mein Büro werden, beziehungsweise Kinderzimmer Nummer 3. Die Größe könnt ihr eigentlich euch ganz gut denken. Das ist nämlich hier dieses komplette Stück. Also ein sehr, sehr großes Zimmer. Und genau, sollte eigentlich, wie gesagt, mein Büro werden. Oder halt Kinderzimmer Nummer 3 oder Schlafzimmer später, irgendwie sowas. Genau, ist aber nicht ausgebaut und wird wahrscheinlich auch nicht ausgebaut werden. So, ja, und hier seht ihr dann auch, warum haben die denn hier jetzt auf einmal USB?
Und kein Rigips. Ja, das hat auch einen Grund. Denn hier wäre eigentlich der ursprüngliche Eingang geworden. Hier ist noch ein Raum hinter, der genauso groß ist wie dieser hier. Und das wäre dann der Eingang mit einer Treppe nach unten. Genau, ihr seht ja, wir sind hier im ersten Obergeschoss. Und deswegen eine Treppe nach unten. Und dann unten der Eingang, eine Haustür dann sozusagen. Dann hätten wir hier noch so einen kleinen Flur gehabt und dann halt die offene Treppe nach unten und unten noch so einen extra kleinen Raum für Kinderwagen und sowas zum Beispiel. Ja, daraus ist leider noch nichts geworden und deswegen ist es hier auch noch nicht weiter. Und da ist kein Regips oder so, sondern nur halt USB und dahinter gedämmt. Ja, das ist also diese Ecke hier. Und dann haben wir hier den Rest vom Wohn-Essbereich, und zwar unseren Essbereich mit nochmal zwei Zaubertüren. Genau, erstmal zum Tisch. Das ist so ein richtig schöner Echtholztisch mit sechs Stühlen dran, Lias Stuhl. Und da hinten haben wir noch ein Regal, mein Ringlicht steht da noch. Also was meine richtig tolle To-Do-Liste, wo ich jeden Tag hier meine To-Dos abarbeite. Genau. Und hier die beiden Türen kann ich euch auch noch kurz erklären. Das möchte ich euch nämlich auch ungern zeigen, was dahinter ist. Das sind nämlich auch wieder unausgebaute Räume. Jule. Da vorne befindet sich ein weiterer kleiner Raum. Der ist wirklich nicht so groß. Also geht von dem Balken da bis ungefähr die Mitte hier vom Bild. Ist also nicht so groß. Und dahinter ist eigentlich Felix' Büro. Das ist aber auch nicht ausgebaut und ist jetzt auch nur so eine kleine Werkstatt. Ist halt nur so grob ausgebaut, so grob Fußboden reingelegt und so. Und da arbeitet Felix halt ab und zu mal. Und dann haben wir hier noch einen Raum und das ist unser Waschmaschinenraum. Also da ist auch schon überall Regips an der Wand und sowas. Aber noch nicht gemalt und da stehen halt einfach unsere Waschmaschinen und Trockner drin. Und da mache ich halt immer die Wäsche sozusagen. Ist auch kein schöner Raum, aber er reicht zum Wäschewaschen. Genau. Ja, und sonst hier wie gesagt den Tisch. Essbereich. Ich kann euch das nochmal von der anderen Seite zeigen. Hier seht ihr nochmal auch den Zugang zum Flur, damit ihr euch das einmal richtig gut vorstellen könnt. Genau, das hier ist wie gesagt einmal der Wohn-Essbereich, Spielbereich. Genau. Ja, und dann fehlt eigentlich auch nur noch der Zugang nach oben. Und dann gehen wir mal nach oben. So, dann gehen wir die Treppe nach oben. Hier haben wir ganz, ganz viele Bilder von unseren Shootings bisher. Und dann haben wir erstmal diesen Blick hier. Und hier vorne geht es auch direkt ins Badezimmer. Ja, so sieht es hier also aus. Wir haben hier einfach ein Waschbecken, eine Dusche, eine schön große, einmal ein Meter ist die. Toilette, alles was dazugehört. Hier unten haben wir ein Stillkissen liegen. Da liegt die kleine Maus immer drauf, wenn wir auf Toilette sind. Genau, und dann haben wir hier noch Badewanne, Fenster und ganz, ganz viel Spielzeug. Hier hinter der Tür hängen unsere Handtücher. Genau, das ist also unser kleines, feines Familienbad. Aus dem Bad raus geht es dann hier direkt zu June ins Zimmer. Das haben wir gerade erst neu gemacht. Wir sind auch noch nicht ganz fertig. Hier fehlt zum Beispiel noch ein Lichtschalter. Genau. Aber das ist eben das Zimmer von der kleinen June. Schrank, Bett. Hinten ist noch eine kleine Abstellkammer, wenn wir hier durchgehen. Wickeltisch. Heizstrahler. Genau, und auf der anderen Seite hier haben wir noch so ein kleines Regal, ein bisschen Deko und sowas. Oben drauf stehen ein paar Kisten mit Klamotten, die noch zu groß oder eben schon zu klein sind. Genau, hier haben wir eben das Regal noch. Und das ist dann auch schon Junis ihr Zimmer. Klein, aber fein. Das ist echt sehr, sehr mini. Ich schätze jetzt mal so 15 Quadratmeter wird es ungefähr haben. 12 bis 15 Quadratmeter. Aber es reicht völlig. Sie ist ja noch ein Baby. Sie schläft ja auch noch gar nicht, wie man am Bett erkennen kann. Das ist alles noch Deko. Genau, es schläft bei uns. Und deswegen reicht das hier völlig aus. Und von June, also hier Badezimmer, dort June,
geht es dann hier zu Lia ins Zimmer. Haben wir auch ein ganz, ganz tolles Türschild hier dran. Und das Zimmer kennen, glaube ich, einige. Da habe ich auch, glaube ich, schon mal eine Roomtour gemacht. Da haben wir hier den Schrank auf dieser Seite. Da läuft gerade der kleine Mini-Hühle Aera für den Lufterfrischer und Luftreiniger. Toni-Sammlung, Toni-Regal. Hier haben wir jetzt gerade ihre Garderobe rausgeschmissen. Deswegen ist jetzt hier ein bisschen leer, aber genau, hier ist so ihre kleine Sitzecke. Bällebad, Puppenhaus, Fahrzeuge, Regal, Puppenhaus, Puppenwagen. Hier ist ihr Fenster. Und dann hat sie hier auf dieser Seite ihr Bett. Und hier nebendran auch direkt schon das kleine Puppenbett. Ja, ich mache das gleich auf, Schatz. Genau, das ist dann hier ihr Bett. So sieht es aus. Da ist auch direkt hier die Toni-Box. Die ist einfach immer jede Nacht mit dem gleichen Toni an. Genau, ich liebe dieses Bett. Das ist so schön. Sie schläft da so, so gut drin. Ne? Mama, genau. Das ist mein Teppich, Toni. Ja. Hier gehört eigentlich noch ein Teppich hin. Der ist allerdings gerade in der Wäsche, weil da ist ein kleiner Unfall passiert. Das ist aber genau derselbe wie bei June gerade. Nur in länglich, nicht rund. Genau. Ja. Und das ist dann Lias Zimmer. Ich liebe das Zimmer. Also die beiden Kinderzimmer sind wirklich so mein absolutes Highlight. Richtig, richtig schön geworden. Die Birken habe ich ja damals selber gemalt. Einfach frei Hand habe ich die einfach hingemalt. Da gibt es auch noch einen Vlog dazu. Kann ich euch gerne mal verlinken. Weiter geht's von Lias Zimmer. Da haben wir dann hier einmal eine kleine Kommode stehen. Die ist voll mit ganz, ganz viel Unnütz. Ja, ein paar Bilder. Sowas. Und dann kommen wir hier ins Schlafzimmer. Oben. Sieht einmal so aus hier. Hier ist unser Ankleidezimmer. Das sieht katastrophal aus, wie ihr seht. Möchte ich euch nicht zeigen. Da machen wir nämlich unter anderem auch die Wäsche. Genau, dann haben wir hier eben unser Bett und das Beistellbett. Hier schlafen wir alle zusammen. Lia kommt ja auch immer nachts zu uns rüber. Die schläft hier in der Mitte. Genau, und June eigentlich bei mir. Das Beistellbett ist eigentlich nicht benutzt. Und hier auf dieser Seite haben wir dann noch so einen kleinen Stuhl für Felix Klamotten. Da legt er immer seine Klamotten drauf. Ein paar Bildchen, Fenster, Fernseher, Kommode. Da hinten ist meine Nähecke. Sieht auch katastrophal aus, wie ihr seht. Aber da arbeite ich halt eben immer. Und da ist mein ganzer Stoff. Und ich brauche unbedingt irgendwie ein Stofflager oder sowas. Weil ich habe einfach viel zu viel Stoff da liegen. Richtig, richtig schön. Ich liebe das hier. Vor allem mit den Schrägen und sowas. Den Balken. Ja, das ist unser kleines Schlafgemach. So, und wenn man hier aus dem Schlafzimmer rauskommt, haben wir dann hier noch so ein kleines Büro, so eine Büroecke haben wir uns hier eingerichtet. Einfach mit dem PC von Felix. Und hier machen wir halt immer so den ganzen Bürokram. Hier stehen auch die Ordner und sowas. Genau, und ein kleines Bettchen für June steht da auch noch. Und hier sind noch ganz, ganz viele Ordner, weil wir gerade an der Steuererklärung dran sind. Und mein Plotter steht hier auch gerade. Genau, es war ja damals mal hier eine Spielecke für Lia. Aber die ist ja unten ins Wohnzimmer gewandert. Und deswegen hatten wir hier frei und haben dann hier eben, wie gesagt, so ein kleines Büro gemacht. Ja, ich hoffe sehr, dass euch diese kleine Haustour gefallen hat. Wie gesagt, schaut gerne bei unseren Bauvlogs mal vorbei. Dann wisst ihr, wie das hier vorher ausgesehen hat. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!